Hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in diesem Video nehme ich euch mit zu einer ganz besonderen Foto- und Wandertour. Und zwar bin ich hier in den Allgäuer Hochalpen unterwegs und werde von diesem Parkplatz aus in Bad Hindelang ca. 1000 Meter nach oben wandern bei nicht ganz so geilem Wetter und es ist auch ziemlich kalt, hoch zum Schrecksee. Ein Foto vom Schrecksee habe ich im Internet entdeckt. Das scheint hier in der Umgebung zumindest ein sehr, sehr bekannter See zu sein, weil inmitten dieses Sees gibt es eine kleine Insel und es sieht so einfach unglaublich schön aus und den will ich mir heute anschauen und deswegen nehme ich jetzt diese schwere Wanderung auf mich. Das sind so circa 17 Kilometer und in Summe 2000 Höhenmeter Unterschied und bin ganz gespannt, wie es da oben wird. Jetzt starte ich durch und die erste Stunde werde ich jetzt wahrscheinlich wirklich im Dunkeln hier durch den Wald laufen. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich möchte einfach zum Morgenlicht, wenn es denn schön ist, oben am See sein. Ja Leute, kurzes Update. Der Weg durch den Wald war wenig spektakulär, aber dafür anstrengend und ziemlich rutschig, weil man läuft die ganze Zeit auf nassem Geröll. Das Regenwasser fließt einfach von den Bergen runter oder es ist Schmelzwasser und ja, die Steine sind einfach super glatt. Also muss man aufpassen, so bin ich echt nur ganz, ganz langsam vorangekommen. Ich bin auch gut bepackt, weil hier auf dieser Route gibt es keine Einkehrmöglichkeit. Das heißt, ich trage in meinem Fotorucksack auch noch 1,5 Liter Wasser, Wechselkleidung und ein bisschen Equipment-Kram. Puh. So, jetzt gefällt es mir langsam. Umso höher ich komme, umso kälter und windiger wird es hier. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Durchziehen, Freunde, durchziehen. Ist das geil hier oben, oder? Wuhu! Auf meiner Wanderung habe ich halt keinen einzigen Menschen bis jetzt gesehen. Der Himmel wird auch langsam blau. Und da hoffe ich mir schon, ein, zwei geile Fotos oben zu machen. Ich bin oben. Die Sonne spitzelt gerade hinter dem Berg hervor. Jetzt gehe ich da die paar Meter noch hoch und starte mit meinen Fotos. Wuhu! Ja, die Sonne brennt schon relativ stark runter und ich möchte den Himmel ein kleines bisschen abdunkeln und deswegen schraube ich hier einen Filter drauf. Und um den Filter drauf schrauben zu können, brauche ich hier diesen Filterhalter. Und hier ist ein bisschen Wind über dem See und den möchte ich glätten. Das mache ich wieder mit meinem ND-Filter, den ich auch dabei habe. Der ND-Filter ist wieder der 1,8er. Und den setze ich zuerst drauf. Danach kommt dann der Verlaufsfilter. Die Möglichkeiten sind hier echt unendlich. Als erstes werde ich jetzt eine schöne Perspektive finden. Ich will auf jeden Fall die Weite des Sees drauf bekommen, die Bergspitzen, aber auch die Insel. Aber ich gehe davon aus, wenn ich alles drauf haben möchte, muss ich da nochmal komplett hochlaufen auf diesen Grat.
Ich fange eigentlich immer so an, dass ich zuerst die Kamera in die Waage bringe. Hier bietet es sich nachher auch noch an, Panorama zu machen. Das ist ja so wunderschön hier. Wahnsinn. So, manuell fokussiert ist jetzt. Jetzt schiebe ich meinen Filter runter. Und jetzt kommt noch der Verlaufsfilter vorne drauf. Beim Verlaufsfilter könnt ihr sehen, wie schön dunkel der Himmel dann da oben wird. Gefällt mir schon mal ganz gut. Mein nächstes Foto wird jetzt ein Panorama. Und dass es nicht so tonnenförmig am Ende erscheint, werde ich es mal auf 35 mm fotografieren. Mit dem Zoom-Objektiv hier könnte das ganz gut klappen. Aber ich probiere es. Also bei der ganz einfachen Panoramafotografie ohne weitere Hilfsmittel, außer mit einem Stativ, mache ich so, dass ich mein Stativ so gut es geht waagrecht ausrichte. Und dann mache ich Foto für Foto und lasse dabei immer 30% überlappen. Und wenn ich das hinkriege und die Kamera bleibt in der Waage, dann kann ich in Lightroom mit einem Klick diese ganzen Bilder, wenn es dann am Ende 6-7 Bilder sind, einfach zusammenfügen. Und das klappt eigentlich ganz gut. Voraussetzung ist, wie gesagt, die Kamera soll in der Waage sein und das Objektiv sollte nicht zu weitwinklig sein. Also 35 mm, 55 mm könnte ganz gut klappen. Ja, das mache ich jetzt so. Hier auf dem Schnee, auf dem Untergrund ist es unheimlich schwer, das Stativ wackelfrei zu drehen, aber ich probiere es trotzdem mal. Zack, okay, die Bilder sind im Kasten. Jetzt mache ich noch eins aus der Hand und dann gehe ich da hoch. So, die Unterschiede hier, hier schaut es aus wie in der Gletscherregion. Und wenn ich mich umdrehe, ist der schönste Herbst da unten im Tal zu sehen. Und wie es sich gehört, die Gipfelzigarette. Nimmt mal mit. So, ich bin jetzt oben angekommen, mache mein finales Foto und freue mich einfach, dass ich es gepackt habe. Der Schnee hat es mir echt ein bisschen erschwert, vor allem hier auf den Gipfel hochzuklettern. Wird nochmal lustig beim Berg runterlaufen, aber mei, ich bin bergerfahren und wenn ich konzentriert laufe, funktioniert es. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat oder unterhaltsam war, gebt mir gerne ein Like für das Video. Abonniert meinen Kanal für weitere coole Fotografie- und Filmtutorials. Und jetzt sage ich Servus, euer Sigi. Jetzt noch ein paar Bilder und dann geht's zurück. Woo!